Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Näher, der Nähpark-Podcast. Mein Name ist Tanja und ich darf mich in jeder Folge mit einem Gast über eine ganz bestimmte Maschine aus dem Nähzimmer unterhalten. Wenn ihr mehr Infos dazu oder auch Bilder braucht, dann findet ihr auf den Nährratgeber einen Beitrag dazu. Den Link zu diesem Beitrag packe ich euch in die Shownotes. Dort zeigen wir euch den Gast, die Maschine, die vergangenen Folgen und einen Ausblick auf die nächste Folge. Wenn ihr davon nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert unseren Podcast am besten auf eurem Podcast-Player. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge und dazwischen auch das eine oder andere Special. In dieser Folge geht es ausnahmsweise mal nicht um eine Maschine, sondern um eine Marke. Unser Gast hat nämlich eindeutig einen Hang zu einer ganz bestimmten Marke und das ist Bernit. Hallo Camilo. Hi. Hallo. Schön, dass wir über Bernit quatschen können. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich dich mal zur B79 einlade oder zur B64. Ich bin aber immer der Typ, ich mache die schweren Aufgaben zuerst. Das heißt, ich habe immer die Leute gefragt, die ich nicht so gut kenne und bei denen ich nicht gewusst habe, ob sie mitmachen. Und bei dir war ich mir sicher, du sagst nicht nein. Ich mache vieles mit. Ja, da kommen wir vielleicht dann auch noch drauf zu sprechen. Jetzt ist ja noch eine dritte Bernett dazugekommen und jetzt machen wir einen Rundumschlag zu allem, was bei dir zu Hause steht. Ich bin mir nämlich auch sicher, wenn wir mit einem Modell anfangen, dass wir sowieso nicht beim Thema bleiben. Also machen wir jetzt einfach mal alles querbeet. Bevor wir loslegen, darfst du dich noch kurz selbst vorstellen. Ja, ich bin der Camelo. Ich wohne im wunderschönen Köln und bin 45 Jahre alt und nähe jetzt seit ungefähr, wir haben 24, 5, 6 Jahren und bin jetzt, ja, wie schon gesagt, bei der Bernette angekommen oder bei den Bernetten. Ja, ich habe auch schon überlegt, was die Mehrzahl von Bernett ist, wie man Ja. es ausspricht. Bernetten ist auch gut. Ja, du Ja, hast drei Stück. drei Stück habe ich. Ich habe die B79 als Kombi, Stickmaschine und Nähmaschine. Ich habe die B64 als Overlock-Maschine und jetzt neu dazugekommen die B62 als Coverlock. Aber Stitch. Coverstitch, ja. Ja, das ist mein Lieblingsthema. Meine Kollegin rollt schon immer mit den Augen. Also ich kann mich da nicht beherrschen. Sonst mir immer sofort raus. Ich nutze die Gelegenheit, um mal wieder darüber aufzuklären. Ja, also eigentlich kann man seine Maschine nennen, wie man will, aber bei den Händlern hat sich so eingebürgert eigentlich, dass eine Coverlock immer die Kombi aus einer Overlock und aus einer Cover ist, also das C von der Cover, das Overlock von der Overlock und dann noch die reine Overlock und die reine Covermaschine. Cover Stitch, Cover Stich, wie man sie nennen mag. Aber du darfst deine Maschine natürlich nennen, wie du willst. Ich sag nur noch Cover. Genau, ist das Einfachste. Das ist aber beim Schreiben auch immer schwierig, also vor allem bei Instagram mit Hashtags. Wenn man nur Cover verwendet, dann reihen sich diese Beiträge oft bei musikalischen Themen ein. Das ist auch wieder schwierig. Nennen Sie B62. Genau. Ja. Gut, die ist neu dazugekommen. Ne, fang mal lieber vorne an. Was war deine erste Nähmaschine? Meine allererste Nähmaschine war eine Nähmaschine, eine mechanische aus dem Discounter, weil ich damals war ich mir nicht sicher, ob mir das alles überhaupt Spaß macht mit der Näherei. Und dann habe ich ganz schnell Blut geleckt und bin dann zu einer digitalen Nähmaschine übergegangen. Von der Marke hatte ich dann auch eine Overlock Du und darfst die Marke auch sagen. darf ich die sagen, das war Ja. W6 Wertarbeit. Da hatte ich mir auch einen kleinen Fuhrpark hier zusammengestellt, den ich aber nach und nach wieder
quasi ausgelagert habe, beziehungsweise durch die Bernett ersetzt habe, weil ich mit Bernett einfach tausendmal besser klarkomme. Also es ist einfach so. Ich bin eher so der intuitive, der das muss funktionieren Typ und will mir keine Gedanken machen, warum etwas dann nicht funktioniert beim Nähen. Und da bin ich mit Bernett, fahre ich da echt besser. Ja, also du hast quasi mit der B79 ja angefangen, oder war es die Nee, die B64? 64 war das. Gut. Die hatte ich damals über Nepac als Testgerät bekommen und ganz ehrlich, angesteckt, eingefädelt, war klar, bleibt. Ja, also wenn ihr das nachlesen wollt, auf dem Lehrgeber in den Testberichten sind auch zwei vom Camelo. Da hatten wir so eine Aktion, ich glaube, mit 10 Testern. Und da ist das Interessante, dass von diesen 10 Testern 9 die Bernett behalten haben. Also das ist die höchste Quote, die wir bis jetzt bei einem Test jemals erreicht haben. Sagt ja eigentlich auch was über die Maschine aus. Die gibt es ja nach dem Test nicht geschenkt. Also das möchte ich noch anmerken. Da kann man jetzt nicht sagen, ja, ich möchte die behalten, sondern da muss man durchaus auch noch was dafür bezahlen. Ja, also das war auch, weiß ich, nicht wenig oder nicht viel, also eigentlich ein gutes Mittelmaß und aber ich habe da keine 5 Minuten überlegt. Allein das Einfädeln mit der, also ne, mit dieser Lufttechnik, das war für mich, wo ich mich vorher bei der anderen Maschine halt abgerackert habe, mit Greifereinfädelung und dann hat das nie funktioniert und wieder neu einfädeln und überhaupt. Und da drückst du auf den Knopf und es läuft. So soll das sein. Ja, und das war für mich so, Bennett ist cool. Das war so der erste Klick. Und dann kam die Näh- und Stickkombi. Genau, dann hatte ich letztes Jahr hatte ich dann halt ein kurzen Geistesblitz, weil mich die andere Maschine wieder genervt hat und dachte, da muss was Neues her. Und dann, wir beide haben uns unterhalten. Ja. Und ja, ich habe dir halt erzählt, wofür ich die brauche, was ich gerne machen will. Und wenn ich mir was Neues zulege, auch einen Schritt weiter gehen möchte. Und deswegen war es dann halt von Bernett die Näh- und Stickkombi, die B79. Damit ich dann auch vielleicht mal sticke. Vielleicht ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Und ja, das ist jetzt quasi wie eine Sucht geworden, das Sticken. Hat aber ein bisschen gedauert, ne? Also du hast wirklich eine Zeit lang zu Hause stehen gehabt und hast nur genäht. Genau, ich habe mich nicht getraut zu sticken, weil auch wenn in meinem Umfeld hier in Köln auch einige Damen waren, die versucht haben, mich zu motivieren und du hast ja auch immer, probier einfach mal. Ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, machst bestimmt was kaputt und dann irgendwann mal kam der Klickeffekt und das war in der Schweiz. Ja. In Steckborn. Genau. Der Camilo war bei den Berliner Blogger Days auch dabei. Und da ist ja auch gestickt worden, bis zum Abwinken eigentlich. Genau. Und da habe ich da gesessen und dachte, boah, wie einfach. Boah, wie cool. Ja. Ja, da haben wir mit der B790 Pro gestickt. Das geht natürlich einfach. Es ist natürlich, ne, noch eine Nummer besser, aber ganz ehrlich, ich bin dann heimgekommen, habe mich dran gesetzt, Stickmodul dran, Stickmotiv ausprobiert und zack. Also Ja. inzwischen überlege ich da keine 5 Minuten, kann ich da sticken oder wie geht das oder ne? Ich probiere es, setze mich dran und mache einfach, weil Ja. Man muss es auch einfach ausprobieren, ja. genau, mehr als eine Nadel kaputt machen kann man, glaube ich, nicht. Ja gut, im schlimmsten Fall ist das Stickmotiv halt am Ende nicht so, wie man es gern haben möchte oder nicht schön oder auch nicht fertig. Aber man lernt mit jedem Motiv dazu. Ist mir auch schon passiert, ne, dass ich das ein oder andere dann schon mal in die Tonne gekloppt habe. Aber Besser als gar nicht zu sticken. ja, nee, das macht echt Spaß. Und ich nähe ja auch zum Beispiel viel Taschen.
Und inzwischen überlege ich mir, wenn ich eine neue Tasche nähe, ob ich das mit einer Stickerei kombinieren kann. Ne? Also Ja. das ist, man hat da ganz, ganz viele neue Möglichkeiten damit. Beim Schnitt aussuchen geht es dann schon so, passt da eine Stickerei drauf? Ist so, ist so. Das Ja, ist wirklich so. das kenne ich. Wo kann man das drauf machen? Welche Größe hat mein Motiv? Bringe ich das drauf? Ja, das Problem habe ich gerade aktuell, ne? Also ich nähe auch ein paar Sachen zur Probe und ich habe jetzt gerade ein Taschenschnittmuster zur Probe und mir fehlt da gerade so der Geistesblitz. Und das ist echt die ganze Zeit, wo ich dann überlege, so, da auf die Klappe oder da drauf oder was Dezentes, was Knalliges. Und aber das finde ich gerade auch spannend, dass das so eine Herausforderung ist, jetzt nicht einfach Schnittmuster, ich schneide den Stoff aus und nähe das alles zusammen, sondern dann einfach auch noch mal ein bisschen mehr Kreativität ausleben da. Ja, also ich kenne den Punkt, dass man manchmal wirklich da sitzt, ich möchte was draufsticken, aber nicht weiß was. Und es fällt einem einfach nichts ein. Ich schiebe solche Sachen dann immer zur Seite, weil ich mir denke, so, na, mit Gewalt bringt es jetzt auch nichts, wenn ich irgendwas draufstick und dann passt es doch nicht so richtig. Manche Ideen brauchen so eine Zeit zum Reifen. Und manchmal sitzt man auch irgendwo und schaut, stöbert im Netz, sieht andere Sachen und dann so, ah, dieses Motiv, das wäre perfekt. Wie komme ich da dran? Wie groß ist das? Passt das auf mein Projekt? Das ist Ja. ja auch wieder so ein Ding, ne? Wie groß ist das, ne? Es gibt ja auch die Stickereien in verschiedenen Größen. Ob das nicht vielleicht zu übergroß ist und dann irgendwie, ne? Also es muss ja auch schon passen. Aber auch da, ich habe in Köln eine WhatsApp-Gruppe mit 5 Ladies, wo wir uns da auch, oder wo ich dann immer Rat und Tat finde, ob was passt oder nicht. Das hat, sage ich jetzt mal, zu 99% bis jetzt auch immer gepasst. Ja, ist ja gut, wenn man sich noch eine Meinung abholen kann, bevor man es draufgestickt hat. Ja, oder auch wenn man es gemacht hat und dann sagen die auch schon ehrlich, das sieht doof aus. Das finde ich dann auch ganz gut. Ja, so ehrlich muss man sein. Man drückt es vielleicht ein bisschen höflicher aus. Die haben kölsche Schnauze. Okay. Ja, also jetzt hast du quasi ja mit der Overlock Feuer gefangen für Bernett, dann die Näh- und Stickkombi. Jetzt kommt noch die Cover dazu. Erzähl doch mal, wie du zu der gekommen bist. Das war nach den Bernina Blogger Days, habe ich mich weiter ausgetauscht mit Bernina und Bernett quasi per Mail. Und wir haben dann uns beide entschieden, einen Kooperationsvertrag zu machen für 2 Jahre für die Cover. Habe ich jetzt wieder was angerichtet? ne, alles gut. Für mich stand das nicht im Raum, mir zu überlegen, ob ich das machen will, kann, ob ich meine Seele verkaufe oder nicht, oder, ne, weil ich bin halt eher der Typ, entweder finde ich was gut, dann sage ich das, oder ich finde es nicht gut, dann entweder sage ich es nicht, um jemanden nicht zu beleidigen, oder ich sage das und begründe das. Aber mit Bernett war das so ein Ding für mich, die Gelegenheit war da. Ich habe zugeschlagen und ich glaube, beide Seiten können davon profitieren und ich stehe da auch voll und ganz hinter. Und die ersten Nähversuche mit der Cover, muss ich ganz ehrlich sagen, waren schon geil. Ja, das ist doch schon ausprobiert jetzt. Natürlich, musste ich ja. Also allein schon die alte Maschine, die ich hier hatte, da durftest du nur ein ganz bestimmtes Garn benutzen. Und ich habe jetzt hier aus Frackigkeit, da habe ich einfach herkömmliches Overlock-Garn genommen. Und es hat Ja. funktioniert. Und allein auch schon wieder diese Lufteinfädelung. Also es ist die perfekte Maschine für mich. Also bei einer Cover finde ich die Lufteinfädelung immer noch ja, unnötig will ich jetzt nicht sagen, sondern bei einer Overlock ist es wirklich praktisch,
weil du da vor allem beim Untergreifer viel falsch machen kannst, wenn du nicht aufpasst. Bei einer Cover, also wenn ich jetzt an die Bernina L220 denke, die es ja nicht mehr gibt, da hätte ich mir auch eine Lufteinfädelung gewünscht, weil da Greifer einfädeln, das war einfach grausam. Also ich musste das immer mit Bild machen. Wenn ich das Bild daneben nicht in der Hand hatte, habe ich nicht getroffen. Die Brother 3550 oder die Janome 3000, die sind total einfach einzufädeln. Also es ist ein ganz offener Fädelweg und du hast ja nur einen Greiferfaden. Da vermisse ich sie jetzt nicht. Ich habe das trotzdem immer mit Video gemacht, aus Angst irgendwie, ich mache was falsch oder, ne? Und es hat ja trotzdem nicht ordentlich genäht. Ja, Und ne, blöd. das sind, und ich muss jetzt sagen, für mich sind die Bernett einfach so irgendwie, wo ich dann sage, okay, ich mache die an, ich nutze die und es funktioniert. Und wenn was nicht funktioniert, dann fädle ich halt nochmal ein und dann funktioniert es. Ne? Also das Klassische, da muss was irgendwie mit dem Einfädeln nicht in Ordnung sein oder Nadel wechseln. Aber dann läuft Ja. das alles. Und das ist, so was brauche ich, so was habe ich jetzt hier stehen. Es ist ja auch immer das Erste, wenn was nicht funktioniert, dass man einfach nochmal schaut, habe ich richtig eingefädelt? Und es kann immer passieren. Also egal wie lange du die Maschine hast, egal wie oft du schon eingefädelt hast, mir ist es erst letzte Woche wieder selbst passiert. Also man kennt bei Bernina zum Beispiel dieses Thema, dass es ganz oft am Einfädeln des Oberfadens hakt bei bestimmten Modellen. Da ist jetzt sogar noch ein Bauteil verändert worden, damit das weniger passiert. Und ich hatte das Problem nie. Also, weil ich von Haus aus einfach immer die passende Bewegung gemacht habe beim Einfädeln. Und letzte Woche habe ich eingefädelt und als ich unten den Faden durchs Nadelöhr gezogen habe, habe ich mir gedacht, das geht heute so leicht. Und was war? Es war nicht richtig eingefädelt. Die Maschine hat drei Stiche gemacht, zack, Knäuel, alles hing unter der Stichplatte. Ist es halt trotzdem passiert, dass der Faden an der einen Stelle an dem Haken vorbeigeglitten ist und dann hat man halt Salat. Ja, ich schaue betröppelt auf den Boden, weil ich habe lange gebraucht, um das einzusehen, dass das auch nach Jahren passieren kann. Ja, es kann wirklich passieren. Jedem, bei jeder Maschine. Ich weiß, so ist da alles richtig, eingefädelt, läuft. Nee, einfach Ja, nochmal neu machen. aber ich kann nicht verstehen. Ich habe auch schon so das Handy in der Hand und habe meiner Kollegin eine WhatsApp geschrieben. Bei mir ist es immer so, wen frage ich denn, wenn es nicht funktioniert? Ich bin schon immer zu stolz, jemanden zu fragen und sitze dann immer erst eine halbe Stunde da und probiere und überlege und irgendwann dann so, Peter, mein Stichbild ist scheiße. Und Peter schreibt zurück, hast du eine neue Nadel rein? Und ich denke mir so, oh Gott, nein. Das ist das Einzige, was ich nicht gemacht habe. Das, was ich selbst jedem immer als erster rate, na, wenn das Stichbild nicht schön aussieht und es sonst keine Probleme gegeben hat, nimm eine neue Nadel. Und ich so, die ist doch noch gar nicht alt. Ja, klar, Nadel ausgetauscht, Maschine stickt wunderbar. Also Meine, passiert immer. die ersten Spulen fürs Sticken, die ich aufgespult habe, wo es zu locker war. Du erinnerst dich, wen ich da gefragt habe? Einfach zweimal umwickeln. Ja, naja, gut. Das ist aber bei Bernett tatsächlich immer so ein bisschen ein Problem gewesen. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile behoben ist, dass dieses Plättchen von dem Spuler manchmal auch zu tief oder zu hoch steht. Und wir haben deswegen ja auch mal so ein Bild gemacht, wie man mit einem Schraubendreher dieses Teil verstellt, falls sie nicht ordentlich spult. Da war es aber nicht wegen der Festigkeit, sondern die Spulen waren immer schräg gefüllt. Und es ist ja auch ungünstig, wenn sie unten fast über den Rand steht und oben nur halb voll ist, ist es beim Stichbild auch nicht optimal. Ja, Kann man alles beheben. das sind so die Kleinigkeiten, die ich nach und nach noch lerne. Das ist echt cool, irgendwie so. Das ist so die Kür, finde ich. Ne? Vorher habe ich nähen gelernt und jetzt lerne ich da wirklich noch so den Feinschliff. Und dafür sind die Maschinen auch ganz cool. Ja, du hast es sicher auch gemerkt, dass zum Beispiel das Menü das gleiche ist.
Also bei den Blogger Days an der Bernina Stickmaschine, die hat ja optisch das gleiche Menü wie deine Bernett. Das war nämlich genau auch so ein Ding. Ich weiß nicht mehr, war das Christine oder so? Auf jeden Fall so, irgendjemand meinte dann, boah, krass, du kannst das Menü irgendwie, hast eine Bernina zu Hause? Ich so, nee, eine Bernett, aber irgendwie sieht das alles gleich aus und ich weiß, wie ich da, wo ich drücken muss. Also es war echt schon, es ist ein Schritt nach oben Richtung Bernina vielleicht, aber das dauert noch ein paar Jahre. Ja, es ist an sich auch intuitiv das Menü, finde ich jetzt. Da gibt es ja auch immer zwei so Seiten, so wie beim Handy mit iPhone und Android, Geräten. Die einen finden das intuitiv, die anderen das. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Menü von der Bernina und der Bernett eigentlich für die Allgemeinheit sehr intuitiv ist, mit den Bildern und Vor- und Zurückblättern, also. Ist echt top, also richtig cool. Und ich weiß, ich habe die jetzt glaube ich schon ein Dreivierteljahr jetzt. Und also die B79. Und ich weiß, dass ich definitiv noch nicht alles ausschöpfe, was die kann. Also eigentlich nehme ich mir vor, immer wenn ich was Größeres nähe oder ein großes Projekt irgendwie mir vornehme, mir die Anleitung nochmal zur Hand zu nehmen, zu gucken, gibt es da eine Funktion, die ich vielleicht noch nicht kenne oder die mir jetzt vielleicht nützlich sein kann. Was ich irgendwann mal entdeckt habe, war der Nähratgeber. Haha. Der Nähberater. Nähberater ist das. Ah! Aber Ja, der Sinn ist der gleiche. ja, ist ähnlich, ne? Es ist eine integrierte Hilfe. Hammer, ne? Ja. Ich, einfach nochmal, um Erklär's sich doch das. mal kurz für die, die es nicht kennen. Man hat. Ich sage jetzt mal irgendeinen Stoff und will irgendwas nähen und weiß nicht, welche Stichlänge oder ist sich da in irgendeiner Sache, in irgendeiner Einstellung unsicher. Und dann gibt es halt diesen Nähberater und da klickt man drauf und dann sagt man den und den Stoff, keine Ahnung, Kunstleder, Leder, Webware, Jersey. Und dann gibt der Empfehlung, welche Stichlänge, welche Nadel, welcher Fuß, glaube ich sogar auch. Wo man sagt, ja, cool, das habe ich, das habe ich, das kann ich da noch ändern. Vielleicht auch sogar, glaube ich, die Fadenspannung. Und das finde ich total klasse. Also, weil vorher war es ja auch echt bei mir, habe ich halt andere gefragt, wenn ich das und das nähe, welche Fadenspannung nehme ich da? Oder auch die Stichlänge. Ich nähe auch ganz viel Kunstleder und ich habe am Anfang den Fehler gemacht, das mit 2,5 Stichlänge zu machen, wo ich dadurch da auch irgendwie bestätigt und gelernt habe, macht 3,0 oder 3,5, je nachdem, wie dick dieses Kunstleder ist, ne? Ja, Und das das ist. ist dann wirklich so, wenn du Leder auswählst oder Kunstleder an der Bernett, dass die Stichlänge automatisch hochgeht. Genau. Oder wenn du Dehnbadestoffe eingibst, dass der Nähfußdruck reduziert wird. Genau, dann drückt man, glaube ich, dann auch auf den Haken und dann ist das alles Ja. eingestellt. Und das ist halt echt mega top. Als ich das entdeckt habe, dachte ich so, wow. Ne? Also, dass die noch keinen Kaffee macht. Nee, Ja, das. das Thema haben wir zum 1. April immer mal. Also nutzt du den Nähberater dann jetzt Ich immer nutze. oder nur, wenn du dir nicht sicher bist? Ich nutze den nur, wenn ich mir nicht sicher bin. Oder wenn Hm. ich vielleicht auch eine Bestätigung haben will, so, okay, das habe ich noch so dunkel im Kopf, irgendwie ist das wirklich so. Ja. Und du hast auch die Anleitung angesprochen. Da gibt es ja auch zwei so Meinungen bei Bernett. Jetzt hast du drei Bernett-Maschinen und bei keiner ist eine Anleitung dabei. Also es ist immer so eine Kurzanleitung dabei, so ein kleines Heft mit ein paar Seiten, aber diese ausführliche Bedienungsanleitung, die gibt es ja nur zum Runterladen. Wie ist das bei dir? Hättest du lieber Papier oder ist papierlos gut? Vor 4 Jahren hätte ich gesagt, ich hätte lieber Papier. Inzwischen bin ich mit PDF super zufrieden, weil es hat ja auch eine Suchfunktion. Und wenn ich, je nachdem, was ich machen will, suche ich das und habe eh entweder Tablet oder Rechner hier und dann habe ich die auf auch Schnittmusteranleitung, drucke ich inzwischen nicht mehr aus.
Also da habe ich die PDF und rufe die dann entsprechend auf. Mit Ja. so netter Nebeneffekt, ne? Man spart halt Papier und Ausdruck. Das ist ganz cool. Ich finde halt die Suchfunktion eigentlich das Praktische am PDF. Ich habe ja an meinem iPad zum Beispiel ganz, ganz viele Anleitungen. Ich könnte ja in Papierform hier gar nicht archivieren. Und dann öffne ich das Dokument und gebe in die Suche einfach ein Wort ein, wo ich vermute, dass ich was damit finden könnte. Das ist ja auch immer das Problem. Du hast zwar einen Index oder eine Kapitelliste, aber wenn du selber ja nicht weißt, wo dein Problem liegt, nützt dir das Kapitel eigentlich relativ wenig, bis du was gefunden hast. Mit Suchwörtern, finde ich, kommt man immer schneller zum Ziel. Wenn man zum Beispiel jetzt ein Problem mit der Fadenspannung hat und anfängt, Faden SPA zu tippen, dann kommt man ja schon in die richtige Richtung. Ja, und das ist tausendmal besser, als wenn ich dann durchblätter und, ne, also es hat schon viele positive Effekte. Also wie gesagt, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, da fehlt ja irgendwie die Anleitung. Inzwischen weiß ich, ich kriege die eh im Netz als PDF und habe da meine Gerätschaften, irgendwie, wo ich das abrufen kann. Und sie werden auch aktuell gehalten. Also manchmal ändert sich ja auch was. Zum Beispiel mit einem Update an deiner B79. Wenn was Neues dazu kommt, wird die Anleitung auch dementsprechend angepasst. Also es ist echt cool. Jetzt haben wir ja drei Maschinen. Jetzt gehen wir sie mal durch, weil wir haben immer so eigentlich die Lieblingsfunktion für die Maschinen und Zubehör. Fangen wir mal mit der B79 an. Lieblingsfunktion? Das Sticken? Keine Ahnung. Dass sie Lieblingsfunktion. stecken kann. Also ich würde, glaube ich, also allein schon den automatischen Fahnenabschneider. Das ist für mich schon mega top. Und halt wirklich das Display mit den ganzen Menüpunkten. Gut. Dualtransport? Habe ich immer unten, ja. Es wird irgendwie schon so mitgenommen. Ja, habe ich mir direkt am Anfang und ich fahre damit gut. Also das sind auch so Sachen, die sind, glaube ich, inzwischen für mich so selbstverständlich, wenn ich da so viel mitnähe. Ja. Es gibt eine Lieblingsfunktion für alle drei, wo ich am Anfang auch gemeckert habe in meinem Testbericht, auch dass ich das doof finde. Ist Okay. der Kniehebel. Du erinnerst dich? nein. Am Anfang dachte ich damals bei der B64 irgendwie, Kniehebel ist doof, brauche ich nicht, will ich nicht. Inzwischen ohne geht gar nicht. Also Ja. ich merke, ich bin ja so ein effektiv denkender Mensch und ich merke einfach, wie schneller ich bin, allein mit dieser automatischen Fadenabschneidung und mit dem Kniehebel. Das ist gerade bei so Standardsachen, die man näht, ist das Gold wert. Ja, und du hast es ja wirklich jetzt an allen drei Maschinen. Ich habe die auch alle beschriftet. Das ist gut. Die sind nämlich nicht alle drei gleich. Sonst kann es dann auch mal passieren, dass es nicht so richtig funktioniert. Gut, also die wichtigste oder die beste Funktion für alle hast du quasi direkt in einen Topf geworfen. Dann mache ich das Zubehör. Hast du für die B79 Zubehör gleich gekauft oder möchtest du noch eins? Ich habe mir um alte, weil die haben ja andere Nähfüße als meine alte W6, habe ich mir so einen Adapter geholt, den ich gar nicht nutze. Okay. Weil ich dachte so, oh Gott, du musst ja deine alten Nähfüße nutzen und aber ich komme mit den Nähfüßen, die dabei sind, komme ich super klar. Ja, aber du hast die Möglichkeit. Also, na, so ein Adapter, der braucht jetzt nicht viel Platz. Und man hat halt doch mit der Zeit immer so eine ganze Sammlung an Nähfüßen von der alten Maschine.
Wenn man die Maschine abgibt, bringt es dem Nächsten meistens nichts, wenn man so Zubehörfüße noch mitgibt. Oder zumindest hat sich gezeigt, dass man auch beim Wiederverkauf nicht mehr Geld bekommt, weil Zusatzfüße dabei sind. Und deswegen hebe ich die auch immer auf. Ich habe so eine kleine Schublade, wo diese ganzen Nähfüße drin sind. Und dann könntest du im Notfall wirklich mal auf den alten Nähfuß zurückgreifen. Ja, also zumindest die Möglichkeit ist da. Ja, Am oder am Anfang gab Anfang gab es ja auch noch nicht so viel Füße von Burnett, ne? Und was ich noch hier habe, aber noch nicht genutzt habe, ist das Cutwork-Tool. Das steht bei mir demnächst an, das auszuprobieren. Und es sind ja drei Stickrahmen mit dabei. Und Bennett hat mir einen magnetischen Stickrahmen auch zur Verfügung gestellt, den ich zwar zweimal benutzt habe, aber noch nicht so richtig den Dreh raus habe. Vielleicht habe ich auch für das falsche Projekt das benutzt. Ne, das kann es ja auch sein. Ich wollte das dann, aber das steht auch an, dass das jetzt demnächst nochmal Die zum Einsatz Magnetrahmen kommt. sind super für Balsaholz. Kann man auch besticken. Ja, ich werde es mehr. Ich habe ein paar so Aufsteller gestickt. Von Urban Threads gibt es da viele Tierbilder mit Sprüchen. Die habe ich hier so in der Wohnung stehen auf DIN A4-Bögen aus Balsaholz. Und da habe ich auch viel mit der Bernett gestickt. Dann war die irgendwann weg. Und ich wieder so, oh, jetzt hole ich mein Balsaholz raus und stick mal wieder was. Und dann, ja, kann ich nicht sticken, weil für meine Bernina habe ich keinen Magnetrahmen. Und einspannen kann man das Balsaholz nicht. Es muss immer kleiner sein als der größte Stickrahmen. Und da war dann einfach irgendwann Schluss. Darum habe ich mir gedacht, wenn ich mal wieder die Gelegenheit habe, mit Magnetrahmen zu sticken, dann muss ich das ausnutzen. Ja, ich glaube, der ist echt schon, glaube ich, cool. War halt so, ne? Dieses so, oh, super geil, ich probiere es jetzt aus und schnell, 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 wie ich dann manchmal am Anfang bin, dann brauche ich das richtige Projekt jetzt noch für. Kommt noch. Werden wir dann ja sehen. Hast du übrigens am Anfang vergessen, deinen Instagram-Account? Ja. Ich Ja. werde ihn natürlich verlinken, aber sag's nochmal. Ja, ich bin auch bei Instagram vertreten. Einfach unterstrich Carmelo. Mir gibt es nette Texte, hoffentlich schöne Beiträge. Einmal im Monat einen obligatorischen Katzenbeitrag. Ja, ich versuche halt, mein Anspruch ist es halt nicht nur irgendwie Bilder zu teilen, sondern auch eine kleine nette Geschichte dazu zu schreiben. Deswegen ist bei mir eher Qualität als Quantität, glaube ich, sage ich jetzt mal so plump. Kann ich dann noch dazu sagen, die Texte waren auch der Grund dafür, dass der Camilo bei der B64 bei den Testern dabei war. Oh. Seine Bewerbung war die längste. Stimmt, ich erinnere mich, ich hatte das Kölsche Grundgesetz, ne? Wir hatten die ausgedruckt, dass wir das alles nochmal durchschauen können. Also nach der ersten Auswahl haben wir sie ausgedruckt und dann, ja, deine hatte mehrere Seiten. Im Gegensatz zu anderen Bewerbungen. Wir haben es dann nochmal so gelesen, weil man muss schon schmunzeln beim Lesen. Weiter ausschlaggebend war noch der Katzencontent. Das kommt immer gut. Ja, damals waren mehr Katzen, ne? Zwischendurch mal eine Katze eingestreut. Deswegen haben wir deine Bewerbung auch so hingelegt, dass man den Katzencontent nicht sehen konnte, als der Chef dazu kam, weil unser Chef mag keine Katzen. Oh. Haben wir so arrangiert, dass es nicht auffällt. Ich fühle mich gerade geehrt. Ja, so war das damals. Nee, Ist auf aber jeden Fall im Gedächtnis geblieben. das ist cool. Also es war aber auch ein richtig schöner Test auch, oder, ne? Also es war auch total entspannte Gruppe und wenn jemand eine Frage hatte, wir hatten auf Facebook eine Testgruppe, das war, man wurde direkt irgendwie geholfen und das war echt. Jo,
Es war eine lustige Runde. Ja, mit der einen oder anderen folgen wir uns immer noch bei den sozialen Medien und kommentieren. Also es war echt, war schön. Und ja, ich glaube, wäre der Test nicht gewesen, würde ich, glaube ich, heute hier nicht sitzen. Ich habe jetzt gerade so überlegt, ob du jetzt vielleicht sagst, würdest du heute noch auf W6 nennen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, ich Okay. hätte, nee, ich glaube, ich hätte schon was anderes geholt, aber ich glaube, ich wäre in eine andere Richtung, glaube ich, gegangen. Aber ich glaube, der Test war ausschlaggebend dafür, dass ich mich für Bennett entschieden habe. Also auch für alle anderen. Und war auch, ne, mit den Blogger Days, dass wir jetzt hier sitzen und wie mein Social Media Kanal auch an Fahrt aufgenommen hat und die Leute, mit denen ich auch so jetzt in Kontakt auch privat bin und, ne, aus den Nähkreisen. Das ist, da habe ich dem Test schon einiges zu verdanken. Ja, diese Tests können einiges anrichten, weil wenn es diesen ersten Test, wir haben ja vor den Bennett-Tests auch schon andere so Testveranstaltungen gemacht mit mehreren Leuten, aber meistens waren es verschiedene Maschinen. Es war vorher noch nie eine Marke und ein Modell, sondern immer ein bisschen gemischt. Das erste waren die Supertester und wenn es die nicht gäbe, würde ich hier auch nicht sitzen. Dann könnten wir uns nicht unterhalten. Weil da ist es genauso abgelaufen. Ich bin auch beim Nepal hängen geblieben, aufgrund eines Tests. Und ich kann noch ergänzen, ich habe ja vorhin meine Ladies hier aus Köln angesprochen, mit denen ich ja mich auch regelmäßig treffe zum Nähen. Und wären die nicht gewesen, wäre ich als damaliger Social Media Honk, glaube ich, nie auf den Aufruf aufmerksam geworden. Haben die dich darauf hingewiesen? Die haben mich darauf hingewiesen, die haben gesagt, hör mal, das wäre doch was für dich. So Jetzt, kann es gehen, ja? ja, so war das, ne? Und das war echt schön. Gruß nach Longerich. Hören Sie dann auch zu. Die werden zuhören, ja. Also wir Ja, treffen gut. uns auch immer noch regelmäßig und ja. Ja, das ist auch so dieses Thema beim Nähen, rund um dieses Hobby, die Gemeinschaft macht auch einiges aus. Also wer sitzt denn alleine daheim und näht nur vor sich hin? Man braucht auch den Austausch mit anderen, um vielleicht auch mal was Neues zu lernen und auch sich mal in Gruppen vielleicht auch persönlich zu treffen. Hat man ja auch bei den Blogger Days gemerkt. Das war so toll. Ja, du hast eigentlich wildfremde Leute, also untereinander haben sich ein paar schon so flüchtig vielleicht gekannt. Ich meine, wir haben uns ja auch vorher schon gekannt. Aber trotzdem hast du so einen Topf, in den 19, waren wir 20? Ich glaube 20 19, waren wir. 20 waren wir, waren alle da, reingeworfen werden. Das war lustig. Ja, und wir haben uns ja alle verstanden. Ne? Also es war ja kein Rumgezicke und gar nichts, sondern ne, das war ja 3 Tage zack, 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 Programm und abends haben wir da, ne, alle auch zusammen gehockt und man wusste Ja. gar nicht, neben wem man sich am liebsten hinsetzen wollte. Und das war eine richtig tolle Erfahrung. Also das war richtig schön und ne, danke, dass ich dabei sein durfte. Man nimmt immer so ein bisschen was mit heim oder auch ein bisschen mehr. Ja, also ich fand, das wirklich das Faszinierendste war wirklich dieses mega Zwischenmenschliche. Und jetzt nicht nur unter uns 20 Blogger, Bloggerinnen, sondern auch mit den Bernina Mitarbeitern und allen, ne? Das war wow. Ja, eine super Veranstaltung. Es ist halt so. Nähen verbindet, sagt man ja immer. Das war wirklich so. Man hat irgendwie zu jedem auch gleich einen Draht gehabt, auch wenn die Typen sehr unterschiedlich waren. Also, wenn du überlegst, wer alles dabei war, es war wirklich Bekleidung, Patchwork, kleine Maschine, große Maschine, Anfänger, Profi, quer durch die Bank Ja, das war gemischt. ja gerade so faszinierend, irgendwie so, ne, so alles zusammen in einen Topf geworfen und so nach dem Motto so, wir lassen jetzt die Löwen aufeinander losgehen und ja, wir haben uns alle gestreichelt, keine Ahnung. Keine Bilder. Entschuldigung.
Nee, das Ja. war echt, war cool, war cool. Ja, und jetzt hast du eben noch eine Maschine. Ich würde sagen, wenn du die B62 mal so ein bisschen ausgefahren hast, also ein paar mehr Projekte, über 2 Jahre geht das Ganze, hast du gesagt. Ich würde Genau. sagen, ich gebe dir ein halbes Jahr. Dann treffen wir uns noch mal wieder. Also bis jetzt habe ich nur zwei Schlüpper versäumt und das Ja. läuft, das funktioniert, das ist auch mit dem Faden und ne, das ist einmal kurz die Anleitung angeguckt, zack, habe ich es drauf. Das ist so Wahnsinn. Es ist ja auch eine Cover. Also das Thema hatten wir schon mehrmals. Es ist eine Drittmaschine. In der Regel fängt man an mit der Nähmaschine, dann kommt entweder Sticken oder Overlocken dazu und ganz zum Schluss die Cover. Also ich kenne ganz wenige, die zum Beispiel keine Overlock haben, aber eine Cover. Deswegen ist es bei mir die Drittmaschine. Und man säumt damit. Also hat man eigentlich relativ wenig damit zu tun, aber ohne ist auch blöd. Also jetzt wirklich, ne, die zwei Teile, die ich jetzt damit gemacht habe bisher, also als Test, ich will die nicht mehr missen. Also das sind jetzt, nein, weil für den Sommer und für den Garten nähe ich mir selbst auch manchmal so Shorts, ne, wo ich dann weiß, so ganz ehrlich, in 5 Minuten habe ich die versäumt und das sieht gut aus Und hält. und hält. Und ne, das sind so Sachen, eines meiner nächsten Projekte ist, wird halt sein, ich werde mir einen T-Shirt-Schnitt raussuchen und auf mich anpassen und gucken irgendwie, dass ich da dann irgendwie, kann man ja auch schon mit dem Ärmel bünden, ne? Statt Bündchen und das sind so Sachen, die ich damit machen werde. Also da habe ich schon meine Pläne. Gut, dann würde ich sagen, machen wir eine extra Folge für die B62. Ja. Ja. Gerne. Ja, also ich habe ja noch ein paar Wochen frei, die ich noch verplanen kann für das Jahr. So in einem halben Jahr treffen wir uns wieder. Und wenn ihr schauen wollt, was der Camelo so macht mit der B62 oder mit der B64 oder mit der B79, dann schaut bei ihm auf Instagram vorbei. Und die Infos zu der Folge, die findet ihr bei uns, entweder beim Nähratgeber oder beim Nähpark auf dem Instagram-Kanal oder auf der Infoseite. Das ist alles in den Shownotes dann verlinkt, auch die Maschinen, damit ihr euch die anschauen könnt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schickt ihr die an uns über Instagram oder Facebook. Wir leiten die weiter an den Camilo. Vielleicht treffen wir uns auch einfach nochmal dazwischen für eine weitere Runde über Ich die mach. 64 oder 79. Wir haben genug zu besprechen. Oder sticken. Sticken allgemein, ja. Sticken allgemein. Ein Special. Software Ein war Special. gewünscht. Ja, ein Software-Special. Ja. Schauen wir Ich mal. mach Also ja wir finden vieles jetzt. garantiert genug zu besprechen. Wir werden uns treffen demnächst. Wir fahren nach Köln auf die H&H. Ja. Da laufen wir uns bestimmt über den Weg. Ich hab's ja nicht weit dahin. Genau. Und euch wünsche ich dann noch viel Spaß beim Nähen oder Sticken oder beim Hören der anderen Folgen. Wir haben ja für Bernett schon Folgen. Und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder mit einer neuen Folge und den Camelo so ungefähr in einem halben Jahr wieder. Danke dir, bis dann. Ciao. Ciao.